Ja, Momo Leute, euer völlig durchgenommener Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wie meine Augen leuchten, krass. So, wir sind schon völlig durch. Wir haben nur noch eine einzige Heilung. Und wir springen jetzt hier ins Dunkel, wo wir schon mal waren. Wir sind aber das letzte Mal hier zurückgelaufen. Und jetzt gehen wir vorwärts. Ich versuche hier noch irgendwie einen Reisepunkt zu finden. Kann ich den eigentlich überraschen? Mit einem Überraschungseffekt von wegen, hey, du kriegst jetzt mal ein Shuriken ins Gesicht. Ja, der Bohrer, du musst nicht wirbeln da. Ist schon in Ordnung. Falsche Taste. Nö, man kann ihn nicht überraschen. Ah. Lass mich doch hoch, Mann. Geht doch. Aber ich habe ihn die ganze Zeit irgendwie getreten. Das finde ich cool. Aus der Luft heraus wahrscheinlich. Ja, ich kann ja jetzt auch in der Luft angreifen. Okay. Hoffen wir mal, dass wir in ein neues Gebiet kommen und hier irgendwo ein... Wieso seid ihr tot? Oh. 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 Dann ist diese Höhle einfach nur dazu da, den Sendpost-Deal zu finden, ja? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ich kann ja nochmal kurz hier hinlaufen. Nur für den Fall der Fälle, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Nö, man kann hier nur hier hinlaufen. Und dann hängt da einer rum. Ja, geil. Hat sich ja mal voll gelohnt. Aber Moment. Ich komme hier nicht weiter, ne? Ich muss runter zu den Affen. Oh nein, oh Gott, bin ich blöd. Oh, ich laufe hier im Kreis, Leute. Das heißt aber, wenn ich hier nicht weiterkomme, weil da eine abgesperrte Tür ist, ich muss, dann heißt das, ich muss sowieso zurück. Wenn ich mich nicht irre. Wenn ich hier nicht irgendwas übersehen habe, vielleicht eine Tür oder so. Dieser Speicherpunkt hier ist ganz seltsam. Aber wenn hier eine Tür ist, die nicht aufgeht, ne? Wo kommen wir denn da hin? Lasst mich nochmal kurz zurücklaufen. Rein theoretisch müsste diese Tür im Berg sein. Wenn ich aufs Dach kommen würde, wäre das vielleicht kein Problem. Nur wie könnte ich aufs Dach kommen? Hier kann ich mich ja nirgendwo rannageln. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Aber vielleicht finden wir irgendwie einen Weg, aufs Dach zu kommen. Ich glaube ja nicht. Von da aus könnten wir dann locker rüber, aber es geht nicht. Das ärgert mich schon jetzt ein bisschen, dass ich da nicht raufkomme. Eventuell, es ist gefährlich, aber es ist möglich. Oh Gottes Willen. Geht das überhaupt? Okay, ich bin nicht tot. Muss hier echt aufpassen. Ach, was soll's. Ich komme da eh nicht hoch. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Schade. Wäre ja möglich gewesen. Von hier aus komme ich da auch nicht rauf, ne? Weil ich könnte da halt rechts hier lang vorbeigehen.
Naja. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zurück. Das mit der Tür ist irgendwie schon ein bisschen seltsam. Aber naja. Ich hoffe, dass ich will jetzt nicht gegen mich kämpfen. Oder Moment mal. Ist hier vielleicht ein Weg? Scheint nicht so, schade. Das hätte ich sonst gedacht, vielleicht, dass man irgendwie hier von hier drinnen aus aufs Dach kommt. Das wäre vielleicht auch noch möglich gewesen. Obwohl, es gab hier doch... Nee. Nee, nee. Ich will wissen, was hinter dieser Tür ist. Ihr kennt's nicht. Na gut, vielleicht kommen wir ja hier nochmal hin. Dann gehen wir runter zu den Affen. Hauptsaal. Tempelgelände. Schade. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Von oben konnte ich auch nicht runterspringen. Das ging auch nicht. Na gut. Dann versuchen wir uns einfach mal irgendwie vorbeizuschleichen. Ach, Wolfi. Du hast nichts gesehen. Da muss ich hin. Ups. Dein Ernst? War kein Scheiß, Junge. Gib mich hin. Oh. Na gut, sind nicht die ersten Affen, die ich gesehen habe. Also ich kenne schon Schlimmeres. Ich bin sehr froh, dass ich auch noch nicht gestorben bin. Hätte böse enden können. Aber es gab ja ein eine rote, reife Kaki. Hatten wir nicht schon mal eine Kaki gefunden? Ermöglicht für begrenzte Zeit die Haltungserholung. Auch bei Angriffen oder wenn man Schaden nimmt. Ashina-Kaki sind besonders nahrhaft. Vielleicht, weil die Bäume in so reinem Wasser wachsen. Kaki werden zu Blut. Aus Blut wird Reis. Dies kann Menschen helfen, denen es an Blut mangelt. Wir haben ja von oben schon so ein bisschen gesehen. Da gab es ja noch einen anderen Weg und da waren mehrere Affen. Das heißt, wenn wir hier ums Eck gehen, wird uns wahrscheinlich eine kleine Überraschung bevorstehen. Es sei denn, es gibt noch einen dritten. Stimmt, da oben haben wir sie gesehen, ne? Moment, wir gehen mal da hoch. Wie die hier chillen. Ich will nichts von euch. Oh. Hui. Hui. So. Ich will hier runter. Alles klar, da liegen Leichen. So, welches Äffchen hat mich gerade gesehen? Du! Liegen überall diese Leichen und die Leichen werden ja auch angebetet. Die liegen aber auch schon ein bisschen länger. Warum sind die überhaupt gefesselt? Saugen sie vielleicht den Menschen die Lebenskraft aus? Ist es das? Eigentumballon. So, wo sind die Äffchen? Da waren mindestens drei. Hallo? Wo seid ihr hin? Verschwunden. Naja, passiert. Okay, so. Ich muss darauf achten, dass hier keine Äffchen sind. Oh oh. Äffchen, du kannst schon mal herkommen. Den anderen, um den muss ich mich noch kümmern. Vielleicht kann ich mich anschleichen. Er hat das Äffchen angeguckt. Da ist aber nicht viel zu gucken, der ist schon tot. Genauso wie du. Mir schmeckt das nicht, dass hier so viel Loot ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich angegriffen werde, wenn ich loote. Die Brücke ist kaputt. Wir sind auf der anderen Seite.
Aber dann geht's ja auch nicht weiter. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Nur mal so aus. Rein aus Interesse. Was machst du jetzt? Hab ich abgeworfen. Kleine Potsau. Oh, du kannst nichts machen, cool. Ah, schön. Der ist mal schön getrollt. Aber. Hör ich Schritte? Nein. Aber wenn es hier nicht lang geht. Und oben nicht lang geht. Wo geht's dann lang? Oder geht's doch oben lang? Jetzt sind sie alle wieder am Leben. So Dreck. Irgendwas habe ich verkackt. Irgendwas. Ich weiß nicht was. Ist das vielleicht die geschlossene Tür? Ach, da seid ihr ja. Oh. Das ging ein bisschen zu schnell. Ihr habt mich nie gesehen. Ich war nie hier. Okay, dann reisen wir wieder hoch. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Also wir waren hier im Gebäude. Da war ja auch nichts Großartiges, außer das komische Viech. Da links konnte man noch hochlaufen. Seht ihr das? Ah, da waren wir da? Weiß ich gar nicht. Vielleicht sollte ich da mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob wir da waren. Wir laufen hier einfach mal komplett durch. Ich sehe es nicht ein, dass ich nochmal gegen alle kämpfen muss hier. Waren wir denn hier schon mal? Ich glaube nicht, ne? Wo führt uns das hin? Ist wahrscheinlich einfach nur so ein Schleichweg. Ach Gott. Muss das sein? Ach, der hat ein Schild. Warte eine Sekunde. Ich hab da was für dich. Eine Axt ins Gesicht. Verzieh dich von deinem Gift. Du bist ein Sack. Oh, Nervensäge, meine Güte. Oh. Schild und Gift. Hier ist das Feuer. Okay, ist wirklich nur eine Abkürzung. Aber ich wüsste nicht, was ich übersehen habe. Ach, hier warst du. Ich will nur vorbei. Alles ist gut. Hier kann ich hoch. Ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt in die Höhle laufe, da ist auch nichts. Das wüsste ich aber, wenn da irgendwas ist. Ja, fuchtelt hier mal rum. Ich bin da zweimal lang gelaufen. Ich weiß ja nicht. Aber ich würde gerne mal hier rausgucken und gucken. Da stehen sie. Dass du bloß nicht raus kannst. Rücken an Rücken. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Ah, man landet gar nicht im Stein. Weil es hier nicht lang geht. Dann muss ich bei der Schlange vorbei, oder was? Ach Gott. Na gut, dann
Nützt ja alles nichts, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nicht weitergeht, Leute. Es geht einfach nicht. Es muss. Ich schaue mich hier jetzt mal eine Zeit lang um. Und ich laufe hier stundenlang rum. Was ist das? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Eine Glocke. Hä? Wie sind wir jetzt hierher gekommen? Okay, rein durchs Beten. Affen. Drei Affen. Eines der Paneele ist leer. Ich bin auch ein Affe. Mann, der hat eine Brille an. Jetzt stinkt er auch noch. Glocke der Hallen der Illusion. Eine fünfstrahlige Glocke aus veralteter Bronze. Mehrfach anwendbar. Wenn sie klingelt, kehren Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Ein im Wandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. Bitte? Was ist denn hier los? Die muss ich läuten irgendwie, ne? Okay. Ach so, so komme ich jederzeit hier zurück. Na geil. Jetzt sind die auch noch unsichtbar. Hä? Wandschirmaffen. Der verfolgt mich doch, der Junge. Das ist suspekt hier. Geh hier einfach mal ra. Okay. Was geht hier ab? Wieso kann ich damit interagieren? Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Ja. Dann müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind. Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Affe im violetten Kimono. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen, sieht auf große Distanz und ist sehr wachsam. Wenn er euch erblickt, rennt er sofort weg. Er ist sehr scheu. Ach Gott. Ja, der hat doch eine Brille auf. Orange. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Sprechender Affe, den haben wir gesehen. Denn der hat einen verdammten Pfannenwender. Eine Bratpfanne und einen Pfannenwender. Guck mal, da hängt einer.
Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Er ist sehr scheu. Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrt er hier wieder Ruhe ein. Ich bete, dass es euch glückt. Okay, das ist also kein richtiger Boss. Hier geht's eher darum. So, willst du mich verarschen, Junge? Der verarscht mich doch, oder? Es ist eher ein Boss, bei dem es nicht um Kraft geht, sondern um Köpfchen. Aber was sollen diese... Die sind jedes Mal andersrum. Der Lärm des tosenden Wasserfalls ist ohrenbetäubend. Sicher kann niemand hier etwas anderes hören. Das heißt, ich muss ihn hierher locken. Surprise! Kann ich den nicht einfach abschießen? Die Glocke ist ohrenbetäubend. Wenn du sie leichtfertig läutest, schadet das deinem Gehör. Ah, das hätte ich läuten können. Und dann hätte ich auf ihn draufstürmen können. Die Frage ist nur, wo ist der Typ jetzt? Ich habe das Gefühl, dass mich ein unsichtbar... Das vierte ist leer. Nein, es ist nicht leer. Er ist unsichtbar, der Arsch. Der Dreckige. Ich höre dich doch. So. Jetzt bist du zweimal gestorben. Der Unsichtbare. Okay, der hat lange gedauert, bis es bei mir im Kopf Klick gemacht hat. Ich weiß. Aber es hat Klick gemacht. Und ich wusste, dass er irgendwo da ist. Mit einer Glocke in der Hand, der Sack. So, jetzt müssen wir erstmal die anderen Affen finden. Ich weiß aber nicht mehr, was war. Also, wir haben den Unsichtbaren, der jetzt nicht mehr unsichtbar ist, der ist schon tot. Okay. Der Lilane war gucken, der Orange war... sprechen und der war hören. Okay. Versuchen wir mal den Rest irgendwie einzufangen. Wo auch immer der ist. Weil mit den Sehnen kann ich mich einfach unsichtbar machen. Aber ich muss sie ja selber erstmal sehen. Da, guck mal da. Okay, da ist einer. Ich muss noch mal kurz gucken. Was war der Lilande? Wenn der Lilande sehen kann, kann ich mich doch einfach von hinten anschleichen, oder nicht? Ja. Wie hast du mich denn gesehen? Hat er gute Augen. Hau mal nicht ab. Okay, wenn ich von hinten komme, dürfte... Da ist der Rote. Der Orangene meine ich. Der Orangene war sprechen. Wenn ich den Orangenen loswerde, kann ich den Hörenden noch loswerden. Er ist ja hier lang stolziert. Ich finde den Boss cool. Das ist der beste Boss. Kein Stress, sondern einfach nur nachdenken.
Der ist aber schnell. Ernsthaft? Du bist doch jetzt in der Falle. Okay. Aber man kann ihn nicht treffen, er ist unsterblich vom Weiten. Okay. Ich meine, ich brauch hier keine Angst haben, es ist einfach nur ein Zeitspiel. Ich versuche mich jetzt erstmal anzuschleichen. Oh Gott, das ist nicht einfach. Okay, der Liederne ist immer auch da. Ich versuche mich mal unsichtbar zu machen. Wir haben ja hier diese Figuren. Wir haben erhöht den Schaden. Nee, brauchen wir nicht. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Nein. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Hä? Könnte mich doch unsichtbar machen. Bin ich jetzt blöd? Lautlos und unsichtbar. Es dürfte ja quasi nicht zu sehen sein. Wo, wo, wo? Okay, ist doch vielleicht ein bisschen gefährlicher. Okay, der hört mich. Aber nicht so gut, weil ich lautlos bin. Ah, interessant. Einer weniger. Ja. So kann's laufen. Der Lilane. Echt jetzt? Kannst du mich doch nicht gesehen haben. Oh, die Spur verliert sich. Scheiße. Oder ist er runter? Okay, pass auf, ich versuch's nochmal. Ich habe ja noch zwei. Er dürfte mich eigentlich nicht sehen. Vor allem wüsste ich gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass er mich nicht sehen kann. Was mit dem Scheiß? Wo kommt überhaupt der Wasserfall her? Echt jetzt? Kügelchen. Ah, jetzt habe ich es eingesetzt. Aber er ist schon weg. Ah, wo ist er denn? Aber er kann mich ja nicht hören. Das heißt, von hinten müsste ich ja nicht kommen können. Ernsthaft? Jetzt laufe ich dir aber hinterher, Junge. Ich meine, der Krachmacher dürfte ja wohl kein Problem sein, oder? Wer mich jetzt schon sieht? Hey, ich dachte, ich komme hier hoch. Hey, ich war doch schon da oben. Oh, der ist schon wieder da. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Das war der Krachmacher. Nee. Oh Gott. Oh, jetzt weiß ich, was hier das Problem ist. Oh oh. Ich darf diese Furcht nicht ansammeln. Also man kann hier schneller sterben, als man denkt. Okay, wo ist der Letzte? Wenn ich den erwische, ist alles gut. An sich ist es ja ein angenehmer Boss. Der Letzte kann mich ja nur sehen.
Gibt es irgendwas? Ich meine, klar, ich habe jetzt noch ein Unsichtbarkeitsding ins Gesicht. Wenn das weg ist, kriege ich auch Probleme. Wo ist der Hans-Dieter? Ja, zuletzt habe ich ihn hier. Scheiße, Mann. Finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich wegen diesen kleinen Äffchen verkacke, ne? Dann raste ich aus. Wo ist der denn? Den müsste ich doch von Weitem schon sehen. Was sei denn, der ist unten irgendwo. Ist ja schon ein bisschen nervig, ja, da hinten. Okay. Wenn wir uns da jetzt anschleichen können, ist alles gut. Man weiß nicht, in welche Richtung er guckt. Ich setze es ein. Es könnte ein Fehler sein. Er guckt in die Richtung hier. Bitte sieh mich nicht. Gibt es noch eine andere Seite? Von oben. Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Der kann mich doch nicht gesehen haben. Kann mich doch nicht gesehen haben. Kannst du doch nicht erzählen. Ich wette, da kommt noch ein anderer Boss. Das werden nicht die einzigen sind. WTF? Okay, ich muss von hinten kommen. Wo ist er? Da ist er. Ah. Das war's? Nee, komm, das glaube ich nicht. Eine bloße Flamme im Wind. Wenn sie erlischt, wird der Ort dunkel wie die Nacht. Bitte, vergib ihnen. Sie wollten mich nur versteckt halten. Wenn es ihnen nicht gelungen ist, schließ deine Augen. Gehen wir zum innersten Heiligtum. Ah, oh, ich hätte gerne die Tür noch geöffnet. Das wäre bestimmt die Tür gewesen, die wir nicht aufgekriegt haben. Auch wenn alles ein bisschen seltsam ist.
Erinnerung, Wandschirmaffen. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Der war wohl nicht stark. Das war einfach nur, eher geistlich war es stark, ja. Und das macht mich jetzt auf einmal stärker, na gut. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Die Wandschirmaffen beschützen die Hallen der Illusionen und waren Freunde des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Puppenspieler Ninjutsu. Eine Ninjutsu-Technik, die das Opfer wie eine Marionette manipuliert, verbraucht Geistembleme, wird nach einem Hinterrückstodeschlag ausgeführt. Diese Technik zwingt vorübergehend jemanden, der aus diesem Reich hätte fliehen sollen, zu bleiben. Eine Marionette wird sich nach dem Willen ihres Meisters bewegen, doch letztendlich werden ihre Fäden reißen. Das ist cool. Oh, das ist ein cooles Ninjutsu. Besser als der Scheiß. Zack. Ja, speichern wir erstmal ab und dann gucken wir, wer die Trollerin ist. Also morgen. Ha! Haut rein! Euer Zero. Tschüss.